So, da gucken wir mal gerade ganz kurz. Warum flackert jetzt hier gerade das von OBS im Stream? Hä? Okay, weird. Jo, aber fangen wir das direkt erstmal an. Und Leute, ich schalte euch wieder frei, also benehmt euch. Deswegen hören wir jetzt auch wieder dann die Leute im Discord, wie auch den Gameplay-Sound. Und ja, da ihr dann auch Raute! gerne sehen und hören möchtet, was ich jetzt gerade spiele. André, so kriegst du nie die Er hat 1000 einen Adressjob. Euro. Und damit Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zum neuen Stream von Ippe Band. Ja, kurze Information zu Er hat einen Adressjob. Eigentlich konzipiert für Steam Deck, aber theoretisch sollte es mit dem Switch Pro Con, den ich hier in meinen Händen halte, auch funktionieren. Versuchen wir es einfach mal und ja, ich würde sagen. Gehen wir rein, das inoffizielle Abenteuer von Portal 3. Sternchen. Innen. Naja, es ist ja im Grunde nicht Portal 3, aber es ist halt. Hallo André, Das ist ich fühle mich gleich okay, hinter Arbeit. warum höre ich gerade keinen Ton? Einen Augenblick mal. Hallo. Hallo und Hallo there. Ah, jetzt höre ich Ton. Ah, jetzt hören wir nämlich Jackie Simmons. Ich sagte gerade, das sieht Ich aus habe mir wie bei oft mir in der Arbeit. vorgestellt, wie die Apokalypse aussieht. Jetzt weiß ich's. Ben spielt mit irgendwelchen Sachen rum. Das ist nicht witzig. Also sind meine Streams für dich hier die Vorhölle? Dann mach dich darauf gefasst, dass du bei jedem Stream jetzt bald zugange Nein, das sein habe ich so nicht wirst. gemeint. Ich meinte, weil du etwas auf einem nicht. Weil du ein. Du sagtest, das Ding ist für Steam. Wieso spielst du das auf. Worauf spielst du das nochmal? Ich spiele es auf dem PC. Dieses Spiel ist Achso, eigentlich ja, für Steam. Meinst du Deck. Nicht, du wolltest es auf der Switch spielen? Irgendwas Nein. hattest du dir gesagt. Aperture Deskjob ist eigentlich für das Steam Deck konzipiert. Also die eigene Spielkonsole, die es Valve rausgebracht hat. So. Es soll aber auch mit einem Switch Pro Con funktionieren. Und den habe ich gerade in der Hand. Ich glaube, André ist langsam verwirrt, der kommt nicht mehr mit, der wird alt. Okay, here we go. Sag die. Die älter seid ihr. Das ist mega. Ich bleibe hier rund knackig. Du wirst einfach alt. Du knackst nur deswegen, weil du Rechenprobleme hast. Ich werde nicht alt. Chiropraktiker. Logikern in Türkisfarben. Hallo, Granny. André wird alt und dann wird er sterben. Okay. Doesn't say anyway. So, Something Buttons. Dann stopfe yes. ich ihn aus und stelle ihn auf meinen ja, Schrank. Buttons erkennt er, Steuerkreuz erkennt er auch. Control 6, yes. Ben, darf ich Menschen in der Umgebung ausstopfen? 2002. Wenn sie es auch okay geben, ja, gerne. Okay. Ich frage einfach André gar nicht, ob er das will. Ich mach das einfach. Ja. Tu das tun, tun. Also auf jeden Fall, er erkennt die Controls, wie er sie erkennen sollte. Das ist sehr gut. Und ja, jetzt werden wir wahrscheinlich den Rest unseres Lebens ein Toilettentester sein. Herzlichen Glückwunsch. So wie im echten Leben. Wir füllen Wasser ein. Das hält Wasser. Wir spülen. Nee, wir. Wasser rein, Messer rein, Gedärme wir raus. Drücken mit Messer einem virtuellen rein, Arsch da drauf. Wir machen eine Wasserspielanlage. Ich möchte, aus. Dass du N64-Spiele auf einer PS1 spielst. Nein, das danke. Ist eine Challenge. Und wir spülen ab. Nice. Okay, ich habe noch ungefähr 999.998 Klospülungen vor mir. Hä? Ist das nicht wunderschön? Was spielst du da schon wieder? Dann müsst ihr in meinen Stream reingucken. Ich guck doch rein. Warum? Nein. Ach, ich frag einfach gar nicht mehr. Es ist mir alles zu wild. Das sieht aus wie bei mir in der Arbeit. Das sieht aus wie mein Arsch. Ja, da hat schon wieder jemand die Toilette verstopft. Das ist hier, das ist das Nonplusultra, was Aperture Laboratories einen liefern kann. Die mechanische Toilette. Aus irgendeinem Grund war mal bei einem Waschbecken der Abfluss verstopft. Und wir ja. hatten keinen Pömpel da, da habe ich mit meiner eigenen Hand gepömpelt. Boah. Was ja, bei uns. Gibt's tatsächlich so Heldinnen, Ich die... hab das nicht verstopft, bitte. Oh. Haben.
denken, dass man Binden und Tampons ebenfalls in die Toilette stopfen kann. Nee, das war nicht, ich habe nicht in der Toilette, das war ein Waschbecken. Nee, Waschbecken, ja, aber ist trotzdem eklig. Aber, das wollte ich gerade sagen. Aber, Binden und Tampons einfach in die Toilette runter, obwohl daneben der Mülleimer ist. Ja, das sagt, das löst sich doch nicht richtig auf. Und ein Hygienebeutel. Das heißt, sie hätten einfach nur den Unrat nehmen müssen, in den Beutel rein wegwerfen. Sag mal an, läuft eigentlich mein Stream noch? Ja. Ja. Okay, ja. Weil OBS hat nämlich bei mir gesagt, ich friere jetzt einfach mal. Also Stream läuft noch, aber der macht nichts. Du bist bei 6 Minuten 45 Sekunden. Okay, weil bei mir die ist Toilette qualmt. Bei dir ist nämlich bei 5 Minuten 55 ist bei mir jetzt OBS eingefroren. Okay. Ben hat einen halben Schritt genommen. Oh, und währenddessen brennt hier ein Klo. Das ist nicht so gut. Ja. Muss man das nicht auch den Arsch da drauf drücken? Okay, was macht ihr mit dem Klo? Rennende Toilette, das erinnert mich an irgendwas. Oh oh. Kinder, ich bin, Ich glaube, es ist gleich soweit. Du hast den Kern abgesoffen. Yes. Quetschen wir ihn rein, nimm los! Auf, klär das nicht. Rein damit! Oder eigentlich. Meint ihr eigentlich, irgendein kranker Typ hat die Kloschüssel aus der Schanze mitgehen lassen? Ja. Den Duschkopf hat einer mitgehen lassen. Das hat auch einer. Apropos brennende Toilette. Gleitgeltube aus der Schanze mitgehen lassen. Oh! Also. Richtig eklig. So. Schön. Kann man nicht einfach ein normaler Mensch sein, sich so ein Ziel stellen und sowas mitgehen von der Wand? Es gab Leute, die aus der verwechselten Dusche die Fliesen mitgenommen haben. Ich meine, einfach so ein das ist halt auch schon ziemlich... Ne? So als wenn man sich ein Stück von der Berliner Mauer oder sowas mitnimmt. Keine Ahnung. Also ich glaube, für 50 Euro kannst du ein Stück Schanze bei eBay kaufen. Aber ich hätte gerne ein Prüfungszertifikat, dass dies wirklich eine Schanze ist. Stellt euch mal vor, die Gemeinde hätte Folgendes gemacht. Jetzt mal so ganz technisch, theoretisch, ne? Ja. Die kommen so am Tag des Abrisses, kommen die dahin, machen so einen kleinen Stand auf und sagen, die sagen hier, wir haben so einen kleinen Stempel und ein paar Zertifikate gedruckt. Wer möchte, kann sich einen Stein hier kaufen für 15 Euro. Und habt ihr ein Stück Schanze, das könnt ihr behalten. Offiziell von der Gemeinde. Die hätten da richtig Asche mitmachen können, glaube ich. Die hätten dafür auch 50 Euro verlangen können, mit Beglaubigung, dass das wirklich ein Stein von der Schanze ist. Ja, also jetzt mal ganz im Ernst, das hätte wirklich Geld bringen können. Und das hätten Leute gekauft. Das ist halt das wahrscheinlich wollen die aber einfach neue Ruhe haben. Schau dir doch mal an, wie viele Leute. Halt wirklich Leute gekauft. Schau dir mal an, wie viele fucking Leute zum Schanzenfest gekommen sind, wie viele Leute zur Abrissparty und zum Verkauf von Schanzenartefakten gekommen wären. Und das meine ich jetzt aus reiner. Prototermics. Aus reiner monetärer Motivation. Das hätten die machen können. Hätten die, aber ich glaube, die wollten einfach die Ruhe haben für die Dorfbewohner. Ja, ich denke auch. Und ich denke mal, die Dorfbewohner, die hätten das auch nicht sehr geil gefunden, aber. Sie alle bekommen. Ist auch wieder nicht mehr da ist. Die Hälfte bekommt die Gemeinde, die andere Hälfte ist ihren Dorfbewohner ausgeteilt. Die hätten wirklich auch wieder einen Huni oder so bekommen. Ich hätte gesagt, für die Renovierung von Altschauerberg, weil ja einige Hader sämtliche, also das Landschaftsbild auch stark ruiniert haben mit Graffiti und so weiter. Da hätte man einiges mitmachen können. Ne? Für alle Port-Interessierten übrigens gerade, unser Grady hat das Proto-Portal-Turret erfunden. Eine Kloschüssel, die bis unter die Zähne bewaffnet ist. Oh, ich muss einen Screenshot machen? Okay. Wisst ihr eigentlich, was einer der letzten Abschnitte von Getting Over It ist? Ich drücke auf F12. Ich hab nicht zugehört. Was? Warte. Wieso gibt es sowas? Kinder. Ich bin bereit. Mein Körper ist bereit. Die Buttons habe ich gar nicht auf meinem Pad. Ist hier nur Porno-Content.
Los, ich drücke einfach mal alle Buttons. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass ich vom Pain spiele jetzt übrigens auf Portal 2 nebenbei, weil ich Bock drauf hab. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass Pantheon's Docking eine Fortsetzung bekommt? Ich bin in der Playbutton. Es wird wohl ein neues Anime-Projekt dazu kommen, wo du jetzt angeteasert. Boah. Ich habe Angst. Das wäre geil. Brauchst du Angst? Dass man's versaut. Ja gut, das war's. Ich hab da keine Meinung zu. Aber es ist Trigger, ich traue denen zu, dass sie was Vernünftiges draus machen. Ja, aber bei so Neuauflagen wie sonst. Also ich weiß nicht, ob es eine Neuauflage oder eine Fortsetzung sein soll. Das ist wohl noch nicht bekannt, aber es soll wohl ein neues Anime-Projekt dazu kommen. Ich meine, solange sie es nicht irgendwie so ein 3D CGI animated machen, einfach so zum total lieblos und alles. Nee, das glaube ich nicht. Könnte es noch gut werden, wieder. Some of the stuff I put on there just didn't work. Most of it, like 90%, or even higher maybe. But some of it worked great. Ist auch der Humor. So all we have to do is keep the great stuff. Ich weiß, das ist Japan noch nie gespürt. Warum flackert das so? Ja, aber wie wird das dann hier übersetzt? Naja, die Serie kam ja bisher auch nicht nach Deutschland. Ich wollte gerade sagen, Deutschland hat komisch, aber eigentlich nicht drüber nachgedacht. Das ist ein schlimmerer Was ich so gesehen habe, war gar nicht, also zumindest die englischen Dialoge sahen ja beides eigentlich keine so underbe, die ich gesehen habe bisher. Nee, aber ich meine, zwei Engel, die mit einem Priester irgendwelche Viecher jagen. Ja, da gibt's trotzdem schon weitaus Schlimmeres, was bis jetzt schon aber im Knast. Der eine Engel komplett rumhurt und der andere mit Süßigkeiten, die Wollust nachgeht. Ja gut, aber auf der anderen Seite, wir haben eine komplette deutsche Synchro zu Interspecies Reviewers bekommen. Stimmt eigentlich. Ich glaube halt einfach. Der Hype damals um Panty and Stocking, weil es ja auch sehr, sehr spät nach Amerika gekommen ist. Und es dann bei uns einfach weggeblieben. Fuck. Ich glaube, soweit ich weiß, hatte Gainax, wo das damals produziert wurde, jahrelang die Rechte gehabt, wollten die Rechte wohl nicht rausrücken. Ja. Und jetzt haben die es wohl endlich gemacht, an Trigger abgegeben und die machen jetzt wohl was Neues dazu. Ob es eine Fortsetzung wird oder ein Remake, ich habe keine Ahnung. Ah, ich sehe, OBS hat sich wieder gefangen und André ist auch wieder da. Ja, ein Remake wäre schon geil. Also die Originalserie müsste ich mal gucken. Ich sehe immer nur Memes dazu. Und ich glaube, eine Folge habe ich mal geguckt. Warte mal, ich muss meinen Namen reinsprechen. Also ich habe eine Frage, vielleicht kann ich beantworten. Hallo? 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 Ich habe diese Sequenz gefunden. Was zum Fick trägt sie? Ich habe eine Frage, vielleicht kann man das darauf beantworten. Das hat irgendwas damit zu tun, dass sie eine Diät macht. Was jetzt was aufgenommen hat. Ach so, da wollte Panty doch unbedingt abnehmen. Und Stocking wollte unbedingt abnehmen und Panty hat das gesehen und ist jetzt immer runtergezogen. Das ist irgend so ein Abnehmgerät, was deine Muskeln irgendwie stimulieren soll oder so ein Scheiß. Ja, der Clip war auch nur großartig, aber ich wusste jetzt halt nicht, was das für ein Gerät ist. Das ist irgendwas so ein Massageding, was irgendwie dein Fett wegmachen soll. Ja, genau. Und ich fand aber die Animation sah einfach so niedlich, also Peekaboo, Peekaboo. Ben, wieso unterschreibst du als Bean? Weil meine Maus gerade irgendwie zwischen dem Programm und OBS irgendwie hin und her springt. Können wir mal aber festhalten, dass Stocking hotter ist als Panty? Schwierig. Vielleicht bin ich ja auch im Weg mit Mr. Bean, wer weiß. Weil jetzt ist ein Gopgirl, die hat damit eh schon Pluspunkte. Ja, schon ziemlich, aber Panty ist halt einfach viel, viel offen sexueller und kommt dadurch deutlich schärfer rüber. Mein Herz gehört Stocking, ich würde sie richtig... Ich würde beide flanken. Ich würde Ubongoen. Oh mein Gott. So. Ich meine, ich wüsste, das wäre mein Untergang und ich wette, ich würde das nicht überleben, aber ich würde beide. Wir werden noch eh zwei Reihen sterben. Ja, stimmt.
2025 haben sie angesetzt. Ja, ja. Oh, Schlüssel mag zu. Ja, was, woran sterben wir denn? Der weiß nicht, das wissen die selber nicht, aber Welt geht unter in ein paar Jahren. Super. Also in ein paar Jahren geht die Welt unter, warum auch immer, wissen die wahrscheinlich selber nicht. Ja, wegen dem Klimawandel. Ja, was macht der denn? Das wissen die ja nicht. Ja, so Klimawandel halt. Also, wenn ich es richtig verstehe, soll der Klimawandel erst nur dazu führen, dass ja natürlich die Temperatur steigt, was wiederum das bedeutet, dass dann sehr viel Ressourcen dahin schmelzen werden, weil halt einfach in Regionen, wo es jetzt schon sehr warm ist, die Temperatur halt auf ein Maß steigt, wo Menschen dann nicht leben können. Das heißt, werden Flüchtlinge dann versuchen, in kühlere Regionen zu fliehen. Das heißt, dann haben wir halt natürlich das Problem, dass es dann auf immer engeren Raum immer mehr Menschen geben wird. Und ja, der Rest ist halt immer Selbstläufer und wird halt dadurch dann irgendwann mal drauf. Wir werden einfach alle sterben. Macht das nicht für die letzte Generation mehr Sinn, Altenheime anzuzünden als Kinderwägen? Eigentlich ja. Ich bin nicht auf dumme Ideen. Die soll mich bitte anrufen, ich berate sie gerne. It's real easy. Just pick up the desk. Aber sollen die Bälle da nicht die Trackpads sein? Ben? Also ja? Nix hat sich gerade was gefragt. Ja. Nee, eigentlich nicht. Soll ja gyroskopisch sein. Er kennt es zwar mit dem Controller, aber ich kann... Ich meine, die Bälle da unten links und rechts, das sollte noch Trackpad sein, oder? Ja, aber ich habe das zwar gyroskopisch gerade aktiviert, aber ich mache das irgendwie nicht. Ja doch, in der Mitte machst du ja Gyroskop, da ist ja dein Bildschirm, der da... Oh doch, ja, jetzt macht das, ja. Eine Preislinie wieder nicht hin, es regt mich auf. Everything checks out. This thing is perfect. I think we're good to go here. Oh, mein Herz ist so, Gott sei Dank, Scheiße. Hast du es immer noch nicht hinter dich gebracht? Nein. Junge, hast du gesehen, was jetzt kommt? Nein. Ich bin auch gerade da gespannt dabei, am Zugucken, was Ben jetzt treibt. Ich krieg diese Oh shit, ist das jetzt schon bei dem Mast? Das ist eigentlich schon der letzte Stretch jetzt, glaube ich. Ja, danach kommt The Universe. Und das ist es dann ja eigentlich schon. Okay. Was, die Glasschützer haben jetzt, beziehungsweise Gottesanbeter haben jetzt hier, Ich bin gerade schon den, also ich bin gerade den Berg wieder runter. Oh. Mein Desk hat sich auch ein bisschen weiter verändert. Ach, Scheiße, ey. Warum kriege ich bestimmte Linien schon wieder nicht hin? Ben, erzähl mal, warum sind da so viele Striche in deinem Tisch drin? Weil ich im Knast war. Ich musste 18 Jahre einsitzen, weil ich ein Lagerhaus hier kaputt gemacht habe. Na danke, du Arsch, hast mich mit unseren drei Kindern allein gelassen. Drei Kinder gleich? Ben, du warst voll fleißig. Aber ich habe jetzt Toiletten, die voll waffenfähig sind, also bitte. Lernen wollen waffenfähige Plutonium und du kriegst waffenfähige Toiletten. Großartig. Ich möchte Toiletten. Ich muss aber sagen, aus irgendwelchen Gründen mag mein PC das Spiel nicht so wirklich. Also der dreht wirklich sehr auf. Seien Sie live dabei, wie Ben der Rechner abfackelt. Vielleicht daran liegt, dass das Steam Deck vielleicht mit dem Power mehr Power als dein Computer. Glaube ich jetzt eher gesagt nicht so wirklich. Ich wollte, dass sie das wirklich halt spielen, dass Steam Deck komplett konzipiert. Du kannst es halt mit anderen Sachen auch noch spielen, aber ja. Ja, kann schon sein, dass es halt eher für Steam Deck optimiert ist. Ich meine, hier die Steuerung ist jetzt sehr geil, muss ich sagen. Oh, Scheiße. Weißt du denn, wir hatten vorhin die Diskussion, warum man Waschmaschinen nicht benutzt und Ben schießt die einfach kaputt. Ja. Das heißt, was nachvollziehbar. Die 60er Jahre, die sind speziell.
Ja, welche von Vivian, die haben noch Garantie. Eine Miele aus den 80ern hat lebenslange Garantie. Können wir uns nicht leisten, Alter. Die Welt geht unter, habe ich gehört. Wie lange dauert? Morgen. Morgen ist okay. Es okay, finde ich gut. Die Sonne auf, die ich bin dafür. Brauchst gar nicht mehr zur Arbeit gehen, morgen geht halt unter. Ich ja sowieso nicht, ich bin ja zu Hause. Hast du wenigstens einen Brauch für den Ballstab morgen? Kann ich nicht. Jetzt klicken. Was willst du klicken? Die Steckdose. Nein. Du bist doch kein Pikachu. Theoretisch kannst du was machen, aber dann bist du tot. Das könnte sich im Album begeben. Von der Pikachu ficken würde. Ich gehe drauf und mach meinen eigenen Bedingungen. Okay. Nein! Viel Spaß beim Sterben, Fix. Yay! Wechsel mit einem Wild-Pikachu oder was ist da los? Das ist echt sehr geil. Das darf jeder für sich selbst entscheiden, wie er Pikachu ist. Kommt drauf an, ich glaube schon 60 Tattoos gesehen und das stört mich. Ich würde Pikachu richtig in seinen scheiß Pikachu-Arsch bumsen. Ich meine, Markiplier hat erst letztes Mal ein Pokémon gebaut, weil er wieder mal smashen würde. Er will alles smashen. Nee, der war schon wählerisch. Moment, ich muss das ist aber der Typ ist auch fucking hot! Soll ich das Video wieder raussuchen? Warum gibt es noch viele Hotspots? Kommt damit nicht klar? Kommst du halt auf die ganze Hotspots? Ja, Maria. Ja, ich komm damit nicht klar, halt auch mal alle hot zu sein, ihr Kackmenschen. AK Simmons, wir haben einen Termin bei Ihnen. Machen Sie auf. Ach so, hier sind auch Turrets. Maria? Ja? Dann schau dir das Video an. Oh, es lenkt mich doch wieder ab. Weißt du, wie geil das ist? Fick dich! Lean, lösch dich! Nee. Wieso soll sich was? Ja, das Video hängt sich gerade an. Why though? When I lied to you about our appointment, but it was still pretty new information. Anyway, jetzt habe ich Bock auf Gangsters Paradise! Gib ihm dir diesen oberheißen Motherfucker! Heilige Ui! Nein! Hast du's gesehen? Der hat eine Million von Unterhose angehabt. Ich guck das Video gerade! Oh Gott, Handwerker kann auch noch sein. Oh. Das ist ein Riesenkopf. Das macht die Haare... Was schaust du dir da an? Oh. Mark Fischbach. Da! Die Haare! Die... It's me. Cape Johnson. Da! Yes, Ben! Ben, ruf den Klempner! Ihr habt ein Leck! Wasserschaden! Nee, das ist nicht witzig! Ich weiß nicht, ob Ben mit langen Haaren stehe! Und... Aktes! Peter! Puh! Nein, fuck. Ich meine, wir haben einen riesen Cape Johnson-Kopf. Ja, den haben wir. Ich weiß nicht, was der Würst macht. Wir haben keinen übersehen. Gern geschehen. Stell dir übrigens gerade wieder fest, was GLaDOS für eine Bitch sein kann. Die alte Huch. Nein, das macht mir doch viel attraktiver. Ne? Okay, also sie haben jetzt sein Gehirn abgeloadet an einen Riesencomputer und ihn quasi in einen Steinkopf verwandelt. Wie heißt das doch? Wie heißt das doch? I can fix her oder wie? Yep. Ich will sie gar nicht fixen. Du willst doch bloß, dass sie sich mit ihrem dicken Arsch auf dich setzen. Ich werde das wieder bestätigen mit dem. Also ja. Oh oh. So shoot the metal. Willst du es wilder üben? Nein! Cape Johnson und Terminator, fuck. Das ist Metal Johnson. Wie Metal Sonic. Metal Johnson, dieser Name ist von großartig. Gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie. Vor allem, die haben das Riesending hier an einen Steckdosenleiste da gemacht, die komplett überfordert ist mit allem. Viele! Here we go. Lin, du Arsch, ich werde dich verprügeln. Mach doch. Schaffst du es oder so nicht. Und dann steht ja auf einmal vor dir, was machst du dann? Ja, dann schubst du dich mit dem ganzen Joghurt im Rucksack. Scheiße. Ich werde dich durch die Bude treten mit dem Joghurt.
Ja, wenn ich doch jetzt gewarnt hätte, dann habt ihr einfach kein Joghurt mehr im Rucksack. Suffering in 3, 2, 1. Dann werde ich den Gambling-Joghurt dann in die Tasche geben. Das Leiden in den 3, 2... So, jetzt töte ich eine Turret mit dem Laser. So. You're both fired. I'm gonna need your jetzt habe ich Schuldgefühle, Mann. Lay him down in front of the head. Not too close to the chin, or I won't be able to see him. Uh-oh. Werde den richtig an sein Leben schützen. Ich weiß nicht. Ich hab nicht Cape Dunst gekillt. Ja. Ich mein, theoretisch, der war ja schon tot, der war ja nur noch ein bisschen. Wen hast du gezählt? Dekop, Judah, Kop, aber. Wen sollst du Leute töten? Cave Johnson. Ich möchte ganz kurz was gezeigt haben, bevor ich jetzt gleich auf den Scheiße gehe. Mhm. Ich wollte doch noch mehr Limonen haben und Limonen zu Handgranaten verarbeiten. Nice, ich kann nicht reden. Zitronen, Ben, Zitronen. Ja, ach, ich bin. Ich muss ja den Würfel benutzen, sag mir das doch, Mann. Sag mir mal die Zitrusfrucht, die wir waffenfähig machen müssen. Genau wie Klo. Oh, you're nearly into space. Moment, ich bin sofort wieder da. Oh nein. Wir haben die Gottesanbeter-Zivilisation gekillt. Fuck! Auch noch. Und das Lagerhaus haben wir auch geschrottet. Na super, da waren Frauen und Kinder. Morning, Charlie. It's me, Gary. Gary, your boss. Keep inspecting those toilets. Good work, good stuff. Good. Ganz so schön, Toiletten. It's just me. Fast eine Million, die jetzt über Jahre gegangen sind, wahrscheinlich. Was ist verkackt, Ben? Aber wir haben krasse Tattoos und Schnurrbärte. Aber ich hab halt trotzdem. Ach, Ben hört mich ja gar nicht. Doch. Nee, er hat Mikro abgestellt. Was hast du dir denn tätowieren lassen? Er hat sich was tätowieren lassen? Ich glaube, unser Charakter hat sich ein Skelett tätowieren lassen, ein Skelettarm. Ah, you know what? So, genauso wie unser Companion. See you tomorrow, Charlie. Orb. Dude. So, wer ist noch alles hot? Der Logikkern. Hauptlos, wer ist noch alles hot? Okay, ich kann alles drücken, aber es ist nichts passiert. Ja. Beziehungsweise es passiert ist, aber es sollte nicht passieren. Scheiße! Ja. Ach so. Und wer ist das jetzt? Probably. Cape Johnson Kopf ist im Keller mit einem Fusionsreaktor und Küchenutensilien, die waffenfähig gemacht worden sind. André, wie findest du alles hot? Weiß ich nicht. Ach, es ist ein Hommage an das Ende von Portal 2. Weiß ich nicht, gibt es nicht. Ich finde jetzt gerade, weiß ich nicht. Keine Ahnung, hab jetzt keinen speziellen. Okay. Verdammte Außenseite. Anstatt singende Turrets haben wir jetzt singende Klo-Turrets. Oh, immer diese Linien. Ich ficke diese scheiß Gesichtslinien. Linien sind so Gesichter sind so scheiß zu zeichnen. Fühle. Sichtsnippel. Also ist das Canon-Ende von Cave Johnson, er ist jetzt auf ewig im Keller von Aperture und wird durch einen Fusionsreaktor gebaut. Also das Walt Disney-Ende quasi. Von Gottes Anbeter am Leben gehalten. Nur so nebenbei, Pix, man konnte dich gerade nicht wirklich hören. Oh, ich hasse es. What am I doing here? Ja, Cave Johnson, J.K. Simmons, Brady, Nate Bargatz, Gefängnisleiter und Assistent Deborah Wilson, Charlie, Ben, hey, das bin ich! Und Gary, Nate Bargatz. Who the fuck is Gary? Das frag ich gerade auch. Wir alle sind Gary. Ich meine, eigentlich bin war Gary. Ich ja Gary, Gary, komm heim. Suck it, Gary. Danke für die Gesichtsnutzungserlaubnis, Bill Fletcher. Ah. Gesichtsnutzung. Ich habe wahrscheinlich, dicke, weil er die Inspiration für Cape Johnson war. Ich habe dicke Titten. Und da ist ein Kuchen! Beziehungsweise ein, naja, Pudding-Cake? Pudding-Cake. Ich habe immer gedacht, der Kuchen ist eine Lüge. Nein, nein. Er ist im Keller. Nein, der Kuchen sieht aus wie Strawberry.
Ja, es sieht eher nach Wackelpudding aus. KuchenTV gibt's leider wirklich. Ah ja, scheiße, stimmt. Ja, und das war's im Grunde jetzt eigentlich auch. Ein recht kurzes Abenteuer. Ich meine, ist ja auch im Grunde nur so eine Tech-Demo. Fürs Steam Deck. Wie, bist du durch? Ja, ich bin schon durch. Achso. Apple to Desktop war ja im Grunde nur eine Tech-Demo für das Steam Deck. Gangsters Paradise. Ja. Hört man mich jetzt? Ja! Ja, jetzt hört man dich. Ja, nö. Ich meine, es war auch recht kurz gewesen. Kapitel, wir haben ja das Büro, Toilette, Geschäftsturm, Gefängnis, Schießstand, Aufstieg, Büro, zurück an die Arbeit. Ja, das war wirklich sehr, sehr kurz und knapp gehalten. Ich kann schon mal das Auto mal reinhauen und schon mal direkt und auch mal den Gameplay-Sound ausmachen. Ich wollte gerade einen Fun-Fact erzählen, weil wir ja gerade hier das Spiel hatten. Es gibt anscheinend jetzt eine KI, die über sich selbst eine wissenschaftliche Arbeit verfasst hat. Wie egoistisch ist diese KI eigentlich? Ja. Wie narzisstisch? Ich hab doch gerade auf narzisstisch. Egozentrisch ist das Wort, was du gesucht hast. Ja, genau. Es ist. Lass mich raten, die benote sich dann sogar noch selbst. Wahrscheinlich. Was? Ich habe eine 1-0. Welche KI denn? Watson oder was? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Da müsst ihr nochmal nachschauen. Hm. Ja, nee, aber so viel dazu jetzt erstmal. Das war jetzt Aperture Desktop. Sehr kurz und knapp, aber ich muss sagen, als Tech-Demo fürs Steam Deck, auch sag ich mal mit den normalen mit nicht, ich hab mit hier dem Pro-Controller, war nice. Vor allem auch, dass es das mit dem Gyroskop-Ziel und alles, also es ist übrigens auch wohlgemerkt kostenlos, also jeder kann sich's runterladen und damit auch spielen. Wie gut es natürlich funktioniert, ist natürlich jetzt, sag ich mal, an der Hardware gebunden und an einem Controller. Mit einem Pro-Con soll es halt sehr gut funktionieren, hat auch sehr gut funktioniert. Warum jetzt das Spiel ab und zu mal ein bisschen geflackert hat, keine Ahnung, muss ich mal nachgucken, ob es jetzt auch im Stream genauso war. Aber, ich meine, das war jetzt ein kostenloses Spiel, also kann man jetzt nicht meckern. Sonst so viel erstmal dazu. Ihr könnt ja gerne am Discord erst noch euch mal kurz verabschieden. Tschüss. Metal off. Tschüss. Metal off und gute Nacht. Ich wünsche euch ewige Schmerzen und Qualen. Oh. Das nett. so viel dazu. Und wie gesagt. Aperture Desktop, gratis auf Steam. Ihr könnt ja gerne mal reingucken, selber mal spielen. Es ist auch eigentlich mit anderen Peripherals gedacht. Mit Controller, auch Maus und Tastatur kann man es, glaube ich, auch sogar machen. Ich meine, zumindest habe ich jetzt mal einen Screenshot gemacht und halt reingeschrieben mit Maus. Ist wahrscheinlich auch ein Steam Deck mit Touchscreen und alles. Ob der jetzt auch meine Stimme richtig aufgezeichnet hat oder irgendwas einfach aufgezeichnet hat, weiß ich jetzt gerade auch nicht wirklich, aber ist es auch nicht so wild. Werden wir zwar heute jetzt nicht noch ein drittes Minigamespiel anfangen, aber das machen wir dann auf nächste Woche, würde ich mal sagen. Ja, verschieben wir mal dahin. Von meiner Seite aus deswegen jetzt erstmal danke an alle, die dabei waren. Und wir sehen und hören uns dann nächste Woche wieder. Und euer Ben sagt jetzt erstmal Tschüss.